Merchandise, herzlich willkommen bei hiphop.de. Wie geht's dir? Gut, danke schön. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Wir machen deine Webografie heute, also deine Rap-Biografie gehen wir mal durch, weil ich habe gehört, du bist schon etwas länger dabei, ja? Auf jeden Fall, ja. Wo müssen wir da anfangen? In welchem Jahr beginnt deine Rap-Geschichte? Boah, ich würde sagen, fangen wir im Jahr 97 an. Da hatte ich meine erste offizielle Veröffentlichung auf so einem Sampler mit ABS. Das war der erste Song, der auf Platte gepresst wurde, den es auf CD gab. Von euch. Von uns, ja. Gut, dann erklär uns jetzt ABS. Für Leute wie mich, die 1997 gerade seit einem Jahr Tupac gehört haben und 14 Jahre alt waren. ABS ist nicht Anti-Blockiersystem, sondern das war deine Crew, ist deine Crew. Genau. Ja, Weseler Crew, ja, Short, ich, Disco Polo. Wir haben mit einer anderen Formation angefangen, aber es hat sich auf uns drei herauskristallisiert. Und ja, legendäre Crew, paar legendäre Songs gemacht, ein relativ bekanntes Album, bis heute bekanntes Album. Also für die alten Deutschrap-Kenner ist es auf jeden Fall ein bekanntes Werk, sage ich mal. Nenn uns ein paar Namen. Gib mal den Leuten, die keine Ahnung von ABS haben, ein paar Musiktipps. Was ist die Einstiegsdroge da? Also Weißt du, ist der bekannteste Song von uns, ist allerdings ein Feature, ein grandioses Feature mit Kreuzfeld Jakob, On and On und Dieke, alles Ruhrpott-Legenden. Was haben wir da noch? Mathematik. Dann haben wir mehrere Beiträge auf den Rheuma-Ky-Alben, auf den Plattenpapst-Alben. Ja, da gibt es einiges. Auf beiden Alben von Plattenpapst wart ihr drauf? Weil am zweiten hat er auch der. Warte, doch, auf dem zweiten waren wir drauf. Auf dem ersten haben wir es leider nur auf die B-Seite von der Firma Maxi geschafft. Aber ist trotzdem sehr gut angekommen damals. Und wem war der Beat? Weil wir sind ja hier gerade bei Don Tone in Düsseldorf im Studio und der hat ja auch am zweiten Plattenpapst-Album seine Finger im Spiel gehabt. Also, ich will jetzt keine Gerüchte streuen, aber ich glaube, der Beat vom Full House Album, der war von, oder den hat er zusammen mit Roman gemacht, Roe Birdie. Auf dem zweiten Album, Dream Team, der Beat war in Zusammenarbeit mit Don Tone, der jetzt gerade hier eine Etage drüber sitzt und Dinger macht. Ist die goldene Platte mit Blumio produziert. Genau. Gut, haben wir das auch geklärt. Da macht es ja auch Sinn, dass wir hier rumsitzen. Lass uns mal über Blumio reden. Nein, Spaß. Das ist gleich auch nochmal ein eigener Themenblock. Also, ABS. So, das war quasi deine erste Karriere. Ne? Das konnte ich dann als pubertierender Ruhrpott-Junge schon die ganze Zeit pumpen in diversen Partykellern. Und dann irgendwann bist du ja bei Optik gelandet. Was ist zwischendurch passiert? Zwischendurch sehr viel eigentlich. Also wir waren unterwegs mit unseren Idolen, ja, Too Strong, krasseste Rap-Gruppe der Welt, ja, und wir waren damals mit denen auf Tour, die haben uns auf ihren Alben gefeatured, haben uns supportet, wo sie konnten. Wir waren mit RAG auf Tour, wie gesagt, mit Too Strong mehrmals und haben Import unser Ding gemacht. Ja, das war eine glorreiche Zeit, eine lehrreiche Zeit. Danach ging es mit ABS. Wir waren ja beim Major, wir waren bei BMG damals. Und ja, danach ist es so ein bisschen im Sande verlaufen. Ich habe dann angefangen, meine Solo-Sachen zu machen. Das war dann auch die Zeit, da 18, 19 war ich da, ging auf die 20 zu und habe in der Zeit angefangen, Solo-Songs zu machen. Ja, war Solo auch unterwegs, habe hier mal ein Feature gehabt, da mal ein Feature, war beim Illmatic im Studio, hatte Gespräche mit Moses und so ist das eine zum anderen gekommen und irgendwann war ich dann bei Optik. Das war 2002, meine ich. Ja, Ende 2002. Es war kurz nachdem Savage sein Beste Tag-Album rausgebracht hat. Dann hast du die komplette altbekannte Optik-Story mitgemacht, den Bruch mit Echo,
die Neuformierung von Optik Records, bis es dann irgendwann zu Ende war. Bis dahin ist ja jetzt interessant, dass du eigentlich quasi schon so viel erreicht hattest, dass man hätte schon fast sagen können, das war jetzt schon die Karriere und Ende Gelände, und stattdessen ging es dann erst richtig los. Kam dir das so vor? Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie mein Rap-Weg verlaufen wäre, wenn Savage mich nicht nach Berlin eingeladen hätte. Also ich hatte schon das Gefühl, es hätte sein können, dass ebenfalls im Sande verläuft, dass ich dann nur noch nebenbei aus Spaß rappe für Freunde und Leute, die es hören wollen. Aber ja, das hat sich halt alles so überschnitten. Dann kam der Bruch mit Echo, dann war ich an Savas Seite. Wir sind zusammen durchs Land gefahren, haben viele Auftritte gehabt, haben sehr viel aufgenommen, extrem viel aufgenommen. Und ja, bis dann irgendwann das Optik-Album kam, 2006. Und ja, ich meine, von meinem Eintritt bis zu dem Album, da ist ja auch noch so viel passiert. Ich meine, da muss man ja nur ein bisschen googeln, um das alles nachvollziehen zu können. Und 2007 kam mein Solo-Album. Und ja, ne? Also zwischendurch kamen sehr viele Mixtapes. Ich war sehr, sehr produktiv, habe, wie gesagt, immer wieder aufgenommen, so viel aufgenommen, dass ich zum Schluss gar nicht mehr wusste, wo oben und unten ist. Ich war einfach durchgehend im Studio. Ich wurde depressiv, und wenn ich mal einen Tag nicht aufnehmen konnte. Was und, auch dann durch Savage und das Optikumfeld kam, oder? Dermaßen viel aufzunehmen. Auf jeden Fall. Ich vergleiche es mit einem Trainingscamp. Das war ein Fulltime-Trainingscamp. Ja, wenn wir nicht gerade auf der Bühne standen, haben wir irgendwelche 10-Minuten-Dinger geschrieben und aufgenommen und irgendwo platziert oder auch nicht platziert, einfach nur aufgenommen, um es im Auto zu hören, um es dann später auf Releases wie den ersten Teil von John Bello zu packen, ja, oder irgendwelchen anderen Produzenten zu geben, dass die Teile auf ihre Alben packen können. Und ja, ich meine, wir waren auch die Ersten, die sich damit angegeben haben, 10-Minuten-Songs schreiben zu können. Ich meine, für damalige Verhältnisse hat es schon gepasst. Sowas würde ich heutzutage nicht mehr machen, aber es war schon lustig. War eine Erfahrung. Der Makel an der erfolgreichen Optik-Geschichte ist ja immer, dass dann gesagt wurde, aber die ganzen Rapper hinter Savage sind nie richtig aus seinem Rampenlicht getreten, und das mit den Solo-Karrieren der einzelnen Leute hat halt nicht so geklappt. Mhm. Hast du das so empfunden mit deinem Album? Ja, schon. Ich meine, mir war schon bewusst, dass ich nicht mal annähernd an einen kommerziellen Erfolg von Savage rankommen werde. Ja, da hätte ich den auch 100-mal drauf featuren können, und dann hätten wir noch 1000 Videos drehen können und so weiter. Ich meine, am Ende des Tages, man muss ja immer unterscheiden, ja, zwischen dem, was man intern macht, wie man intern miteinander umgeht und unterwegs ist und wie die Bindung intern ist, und die Signale, die man eben ausstrahlt, und die Signale, die dann beim Zuhörer ankommen. Da war es natürlich so, dass wir damit meine ich auch die ganzen anderen, also meine anderen Optik-Kollegen, Savage hat halt einen sehr großen Schatten geworfen, ja. Und ich sag auch ehrlich, also klar, man hat schon hier und da versucht, sein eigenes Ding parallel zu fahren. Und allein die Tatsache, dass ich meine eigenen Texte dann schließlich nicht mehr so gut konnte wie Savas Texte, weil ich halt auch sein Backup war, hat mir selbst dann auch irgendwann gezeigt, ey, warte mal, nicht, dass du jetzt dich zu sehr drauf aufruhst, dass du quasi, ja, in Anführungszeichen, nur der Backup bist. Du bist ja auch selbst nochmal eine eigenständige Rap-Persönlichkeit und versuchst zu pushen. Und ich habe getan, was ich konnte, und das Label hat getan, was es konnte. Und ja, im Endeffekt, man kann es nicht erzwingen. Man hätte auch noch 3 Alben machen können, und ob es was gebracht hätte, weiß ich nicht. Du hast aber das auch ein bisschen selbst in die Hand genommen nebenbei. Du hast die Ear to the Streets-Dinger immer rausgehauen, ja. Und du hast ja auch das schon, das wäre jetzt das nächste Kapitel in deiner Rap-Geschichte, Assassin aufgebaut. Das ging auch schon los, während Optik noch lief. Ja, ja, genau. Das ging parallel zu meinem Album los. Ich hatte einfach Bock, die Jungs aus dem Pop zu pushen, ja. Und hatte die Möglichkeiten, hab mir gedacht, warum nicht? Brenner und Desaster, super Jungs. Ich feiere deren Style.
Lackmann, alter Freund, ja, immer schon gewesen, seitdem ich quasi rappe oder ein, zwei Jahre danach haben wir uns kennengelernt. Und das sind die Leute, auf die ich einfach Bock hatte, jetzt fernab von irgendwelchen größenwahnsinnigen Ideen, jetzt das Death Row Part 2 aufzumachen oder keine Ahnung. Da ging es einfach nur um diese Sache. Ich hatte Bock, Mucke zu pushen, die ich selbst höre, die ich privat höre, und da hat es sich einfach angeboten. Ja. Und klar, ich habe schon versucht, meinen Hype, den ich damals hatte, oder meine Aufmerksamkeit, die ich genossen habe, schon in die Bahn zu lenken, dass die Jungs auch davon profitieren konnten. Ja. Teilweise hat es funktioniert. Und klar, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der knallharte Label-Typ, der dann hingeht mit bis ins allerletzte Detail ausgefeilten Konzepten und so weiter. Wir haben einfach gemacht. Einfach so. Du wolltest ihnen halt eine Plattform geben und einfach ihnen die Möglichkeit geben, Musik rauszuhauen. Darum ging es in erster Linie. Absolut. Okay, und da gab es quasi nochmal einen zweiten Teil von der Assassinen-Geschichte, denn irgendwann war das dann die Zusammenarbeit mit Brenner und Desaster und Lackmann vorbei. Mhm. Stattdessen kam dann aber Indicid. Ja. Und das war auch noch Assassin. Kannst du das nochmal erklären? Ja, das hat sich auch überschnitten. Also Illicit sollte eigentlich ursprünglich ein Album sein mit meinen beiden Freunden Yahya und Nabil. Und der ursprüngliche Plan war, schnell ein Album aufnehmen, einfach rausballern. So. Und es hat sich halt ewig gezogen. Es kamen sehr viele Sachen dazwischen und irgendwann ist es so wie vieles andere auch im Sande verlaufen. Und im Endeffekt haben wir es dann bei hiphop.de für lau rausgehauen. Also das war dann das Ende vom Kapitel. Und ich muss auch dazu sagen, ich meine, die Assassin-Sache, die war davor schon abgehakt, weil aus mehreren Aspekten. Ich meine, finanziell war es weit davon entfernt, sich selbst zu tragen, und auch zeitmäßig und energietechnisch konnte ich einfach nicht mehr so viel investieren, wie ich es ein paar Jahre vorher hätte machen können, ja. Und da muss man auch irgendwann sich von der Realität einholen lassen und sich sagen, ey, weißt du was, verlier die Spaß an der Musik nicht, weil es gab Momente, wo mir die Musik keinen Spaß mehr gemacht hat. Beziehungsweise wo die Energieressourcen einfach aufgebraucht waren und man da nicht mehr wirklich viel Sinn gesehen hat. Jeder, der selbst ein Label hat oder mal eins gegründet hat oder auch aktuell eins führt, wird schon wissen, was ich meine, und es definitiv auch besser wissen, was ich meine, weil zum größten Teil sind das Leute, die es hauptberuflich machen, weil alles andere passt einfach nicht rein. Und man ist mit sehr vielen Sorgen und einzelnen Themen konfrontiert, auf die man nicht immer Lust hat. Okay, für dein Album gibt's ein eigenes Interview, aber der sind wir in der Jetzt-Zeit angekommen. Inzwischen möchtest du nicht mehr der Labelchef sein, sondern du möchtest lieber mit einem Label zusammenarbeiten und einfach Musiker sein. Kann man das so sagen? Sieht so die Zukunft aus? Auf jeden Fall. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwann mal drüber nachgedacht hätte, mit dem Rappen aufzuhören, weil man mal hier und da einen Rückschlag erlitten hat. Das ist überhaupt nicht so. Also sowas stecke ich ganz normal weg. Ich meine, Musik ist immer noch etwas, was Spaß machen soll, ja, womit man Menschen erreichen möchte, auf denen man sich ausleben kann. Und wie soll ich sagen, das hört sich jetzt abgedroschen an, aber das Feuer hat mich auf jeden Fall wieder gefangen, ja, und ich bin bereit durchzudrehen, aber die Umstände müssen eben passen. Ich habe nicht wirklich viel Zeit, ja, mich um das Ganze drumherum zu kümmern. Ich habe einfach Lust, in die Booth zu gehen, Texte zu schreiben, aufzunehmen, einfach durchzudrehen. Das ist mein Ding. Lass uns doch mal ein Zwischenfazit ziehen zu der langen Karriere, die du jetzt schon hast. Hast du das erreicht, was du erreichen wolltest? Und was war das? Was wollte ich erreichen? Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich, seitdem ich zurückdenken kann, also seit vorgestern, nein, Spaß, seit immer schon, also seitdem ich angefangen habe mit Rap, ich hatte jetzt nie Ambitionen, der
Top Nummer 1 und bla und das Ganze. Keine Karriereplanung dafür, sondern nee, du wolltest wirklich Musik machen. Ich war sehr unstrukturiert, aber für mich stand immer fest, ganz klar, eindeutig, gehört zu den Besten im Land. Mir macht niemand was vor. Und ich muss einfach nur ans Mic gehen und rappen. So, das ist so ein bestimmtes Level, was ich immer gehalten habe und mit Ausbrüchen nach oben und nach unten, aber dieses Level will ich einfach weiter verfolgen auf einem hohen Niveau, weißt du? Was war die beste Zeit in deiner Karriere bis jetzt? Die beste Zeit, da gab es mehrere Höhepunkte. Also mit ABS hatte ich sehr schöne Zeiten. Eigentlich zusammengefasst, die beste Zeit ist immer die Tourzeit gewesen. Und die Studiozeit. Das sind die beiden besten Zeiten gewesen. Also, was bleibt denn da sonst noch? Die geschäftliche Seite, der Struggle, der Beef, der Stress, der private Stress. Man hat keine Zeit mehr für seine Freundin, für Familie, für Dinge, die wichtig sind, für irgendwelche Ämter, für Uni, für was auch immer. Und Tour war Ausnahmezustand, Klassenfahrt. Ja, auch als Erwachsener. Glaube ich, aber da wirst du jetzt wahrscheinlich keine Details erzählen. Ja, ne. Okay, ist ein Thema. Also ich kann so viel erzählen. Also das Tourleben, das hat mich auf jeden Fall, beziehungsweise mich und die Leute, mit denen ich immer unterwegs war, sehr, sehr stark geprägt. Mit Too Strong war ich auf Tour. Ich glaube, da habe ich das erste Mal Alkohol getrunken, Alter. Richtig viel Alkohol. Warst du da? Unfassbar viel Alkohol. Nein, ich glaube 18. Ja, ich bin nicht einer von denen, die mit 14 sich schon, Flatrate saufen geben und dann irgendwo besoffen in einer Bullenstation aufwachen und danach Prügel von den Eltern kriegt. Nee, ich hab's auch ebenfalls auf einem hohen Level gemacht. Mit Too Strong auf Tour saufen. Geil. Da gab's dann immer Kronen Export. Unter anderem, ja. Was waren die besten Touren? Too Strong? Optik? Ja. Die ABS-Tour damals, 2001, krass, Alter, 11 Jahre. Die war auch gut. Da habe ich so das erste Mal auch die Schweiz gesehen, aus einer Hip-Hop-Sicht, Österreich. Die Too Strong-Touren waren auch Durchdrehmodus. Die haben, ich meine, jeder, der Too Strong kennt und weiß, wie die Fans gestrickt sind, weiß auch, dass die extrem hartnäckige Fans hatten, ja, sehr fanatische Fans und natürlich die ganzen Auftritte mit Savasch, also die Optiktouren, die sind auf jeden Fall auch sehr prägend gewesen, sag ich mal. Okay, wir hatten jetzt also schon locker 4 Kapitel in deiner Karriere, ABS, Optik und ich würde sagen sogar 2-mal Assassin. Ja. Jetzt kommt Nummer 5. Sprechen wir nächstes Jahr, wie es dann gewesen ist. Ja? Und wie es dann weitergeht. Gut, Alter. Vielen Dank.